Im Wohlfühlhaus der Vita Classica bieten wir Ihnen alle Formen der Krankengymnastik und Physiotherapie. Nach einer ausführlichen Befundaufnahme durch einen unserer Therapeuten folgt eine individuelle Behandlung, die sowohl passive Maßnahmen als auch aktive Übungen beinhaltet. So wird vor allem bei orthopädischen Beschwerden die Beweglichkeit Ihrer Gelenke und Ihrer Wirbelsäule verbessert und Schmerzen werden gelindert. Innerhalb der Therapie können auch verschiedene Geräte zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel der Petsi-Ball oder das Theraband. Mit aktiver Therapie lassen sich dauerhafte Erfolge erzielen. Sie lernen, ihren Körper bewusster wahrzunehmen und können so selbst mithelfen, ihre Gesundheit zu stabilisieren. Auch spezielle Formen der Physiotherapie finden ihre Anwendung, wie zum Beispiel die Skoliosebehandlung nach Schrot oder die Bobat-Methode bei neurologischen Erkrankungen, wie nach einem Schlaganfall. Eine weitere Art der Behandlung stellt die manuelle Therapie dar. Ausgebildete Therapeuten führen spezielle Handgrifftechniken aus, bei denen passend zur Anatomie das betroffene Gelenk gedehnt und mobilisiert wird. Durch die Behandlung direkt am Gelenk ist diese Methode besonders schonend und wirkungsvoll. Sie eignet sich vor allem bei Bewegungseinschränkungen an allen Gelenken der Gliedmaßen, der Wirbelsäule, an den Kopf- und Kiefergelenken und an Gelenken von Brustkorb und Becken, zum Beispiel bei Arthrose. Eine andere Möglichkeit ist die Behandlung im Schlingentisch. Sie liegen bequem auf der Behandlungsliege und entweder der ganze Körper oder einzelne Körperteile sind in Baumwollschlingen gebettet. Diese sind mittels Seil- und Flaschenzügen und Karabinerhaken an einem Metallgitter befestigt, das sich an der Decke befindet. Körperregionen, die in den Schlingen liegen, fühlen sich schwerelos an und lassen sich leicht und schonend bewegen, da Schwerkraft und Reibung keine Rolle mehr spielen und ein Gefühl von Sicherheit entsteht. Außerdem kann eine deutliche Schmerzlinderung erzielt werden, wobei die Wirkung durch einen dosierten Zug, die sogenannte Traktion, verstärkt werden kann. Die Krankengymnastik am Gerät, kurz KGG, findet im Geräteraum der Vita Classica statt. Hier werden unter Einbezug der Trainingslehre an speziellen Rehabilitationsgeräten Verbesserungen der Muskelfunktion unter Einschluss des zugehörigen Gelenk- und Stützgewebes erreicht. Auch im Alter ist es unabdingbar, seine Muskulatur zu stärken. Mit den computergesteuerten Trainingsgeräten werden Sitzhöhe, Gewicht sowie der Bewegungsbereich mithilfe des Therapeuten auf dem Touchscreen individuell für Sie eingestellt. So erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Trainingsplan. Durch die vorgegebene Geschwindigkeit und den festgelegten Bewegungsablauf ist ein selbstständiges und korrektes Training garantiert. An den Kombinationsgeräten trainieren Sie in beide Richtungen konzentrisch, also zweimal gegen den Widerstand. Dies ermöglicht ein noch effektiveres Training, da Agonist und Antagonist gleichzeitig trainiert werden. Das moderne hydraulische Widerstandssystem kann komplett auf Gewichtsplatten verzichten und ermöglicht ein Beenden der Übung an jeder beliebigen Stelle, ohne dass Gewicht auf dem Trainierenden lastet. Das ist ideal für unsere Schmerzpatienten. Durch das Gerätetraining erreichen Sie eine Steigerung der Muskelkraft und der Knochendichte, eine Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens. Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften ist Wasser ein hervorragendes therapeutisches Mittel. Bei neurologischen Patienten gehen die Therapeuten mit ins Wasser. Widerstand, Druck, Auftrieb und Temperatur des Wassers sind die wichtigsten Faktoren, die positiv auf den Körper und seine Bewegungen einwirken. Bei der Krankengymnastik im Wasser genießen die Patienten im Bad Krozinger Mineralthermalwasser einen verstärkten Wasserauftrieb, welcher aufgrund des hohen Kohlensäureanteils entsteht. Dadurch werden die Gelenke lediglich mit 2/3 des körpereigenen Gewichts belastet. Zudem bewirkt der Wasserdruck, dass Schwellungen schneller zurückgehen. Durch verschiedene therapeutische Geräte ist es den Therapeutinnen und Therapeuten möglich, jede Muskelgruppe des Patienten gezielt zu schulen. Entspannen Sie sich bei einem 20-minütigen Bad im Bad Krozinger Mineralthermalwasser. Das Heilwasser wird direkt aus der Quelle in die Wannen eingeleitet und weist deshalb einen besonders hohen Kohlensäuregehalt auf. Ein Wannenbad wirkt entspannend und regenerierend. Die Besonderheit hier ist der hohe Gehalt an CO2, an Kohlensäure im Wasser.
Das bewirkt, dass die Gefäße der Haut weiter werden und das ist gut für Patienten mit hohem Blutdruck, bei Durchblutungsstörungen und auch wenn Wunden abheilen sollen. Wir befinden uns hier in der Abteilung mit den Wannenbädern. Da ist eigentlich das gleiche Wasser drin wie in den anderen, aber hier haben wir eine ständige Frischwasserzufuhr, sodass der CO2-Gehalt immer hoch bleibt, während im anderen Bad wie bei einer offenen Sprudelflasche das CO2 doch teilweise entweicht. Im Heilwasser von Bad Krozingen befindet sich zudem auch noch Sulfat, das ist ein Schwefelsalz im Wasser. Das ist insofern sehr günstig, weil das in der Haut für die Abschüttung gut ist, aber auch gegen Entzündungen der Haut wirkt, sodass Sie auch, wenn Sie länger drin sind, keine Sorge um Ihre Haut haben müssen. Und in höheren Konzentrationen wirkt es noch zusätzlich schmerzlindernd. Das Wasser hat deswegen so viele Minerale, weil es hier aus 600 Meter tief aus dem Vulkangraben kommt. Und deswegen ist auch der hohe CO2-Gehalt bedingt. Jeder Mensch greift instinktiv an eine schmerzende Stelle seines Körpers und reibt oder drückt, um die Spannung dort zu lindern. Diese Wirkung ist das Prinzip einer Massage und wird seit langer Zeit in der Medizin genutzt. In der klassischen Massage werden spezifische Griffe verwendet, wie Reiben, Kneten und Streichen. Damit wird eine lokale Durchblutungssteigerung erzielt und dadurch eine Entspannung der Muskulatur. Verklebungen lösen sich, Schmerzen werden gelindert. Aber nicht nur direkt an der schmerzenden Stelle, sondern auf den gesamten Körper wirkt eine Massage entspannend, blutdrucksenkend und stresslindernd. Eine ideale Ergänzung zu einer Massage oder Krankengymnastik ist eine Fango-Anwendung. Das im Wohlfühlhaus der Vita Classica verwendete Fango ist ein Pelose-Heilschlamm, der aus einem See im Havelland gehoben wird. Dieser Heilschlamm ist ein reines Naturprodukt mit einem hohen Mineralgehalt und einer optimalen Bindung. Das Fango wird zunächst auf eine durchlässige Zellstoffschicht gestrichen und dann auf vorgeheizte Wärmeträger gelegt. Auf diese Packung legt sich der Patient, der dann eng in ein großes Tuch gewickelt wird. So warm eingepackt ruht man bei entspannender Musik etwa 20 bis 30 Minuten. Danach kann es mit Massage oder Krankengymnastik weitergehen. Eine weitere Wärmeanwendung stellt die heiße Rolle dar. Bei diesem altbewährten hydrotherapeutischen Verfahren werden sehr fest zu einem Trichter gewickelte Handtücher mit sehr heißem Wasser gefüllt. Die feuchte Wärme zieht während der Anwendung tief in das Gewebe ein und fördert die Durchblutung, sodass die Muskeln optimal für weitere Therapien vorbereitet sind. Bei akuten Entzündungen sollte die heiße Rolle nicht angewendet werden. Hier kann alternativ auch eine Behandlung mit Eis erfolgen. Eine besondere Form der physikalischen Therapie ist die manuelle Lymphdrainage. Ihre Anwendungsgebiete sind breit gefächert. Sie dient als Entstauungstherapie, vor allem nach Verletzungen und Operationen, zum Beispiel nach einer Brustamputation. Durch solche Einflüsse kann der Abfluss der Lymphe behindert sein. Flüssigkeit staut sich dann im Gewebe und es entstehen Schwellungen. Da die kleinen Lymphbahnen direkt unter der Haut liegen, regen sanfte, rhythmische, kreisende und pumpende Bewegungen den Abfluss dieser Gewebsflüssigkeit an. Die Intensität des Drucks ist wesentlich geringer als bei einer klassischen Massage. Ausstreichungen in Richtung des Lymphabflusses unterstützen die Wirkung. Gyrotonic ist eine ganzheitliche Bewegungsmethode. Sie fördert Kraftzuwachs, Dehnung und Koordination durch spiralige Bewegungen an speziell hierfür konstruierten Geräten. Sie arbeitet, im Gegensatz zu normalem Gerätetraining, in Muskelketten und geht grundsätzlich von tiefliegenden Rumpfmuskeln aus. Durch Gyrotonic wird die Muskulatur auf schlanke Länge trainiert. Figur und Ausstrahlung verjüngen sich und es stellt sich eine sowohl äußere wie innerliche Balance ein. Eine spezielle Atemtechnik begleitet alle Übungen und sorgt für den Abtransport von Schlacken und Giftstoffen. Das Prinzip lautet Kräftigung und Dehnung der Muskulatur bei maximaler Gelenkentlastung und Entgiftung. Es wird auf jede Person maßgeschneidert angepasst. Im Untergeschoss der Vita Classica finden Sie die Sohle Sauerstoffkabinen. Die hocheffiziente Medical Wellness Wirkung der Kabinen ist hilfreich bei Asthma, Bronchitis und Allergieempfindlichkeiten sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und des allgemeinen Wohlbefindens.
Während der 20-minütigen Sitzungen in der Salzkabine wird die Haut durch einen feinen Sohlenebel weich und geschmeidig. Der ionisierte Sauerstoff reduziert die freien Radikale im Körper. Ein Anti-Aging-Effekt wird fühlbar und sichtbar. Das Salzkabineninnere der Intensivinhalationsräume ist ein allergiefreier Raum aus Salz, Glas und naturbelassenem Holz mit einem hochwertigen Mikroklima, das auch mit einem Toten Meerklima zu vergleichen ist. Ebenfalls im Untergeschoss der Vita Classica befinden sich die Niedertemperatur-Infrarotkabinen von Physiotherm. Diese arbeiten innerhalb der Thermoneutralzone. Bei etwa 30 Grad Lufttemperatur wird der Rücken mit Lavasand gefüllten Keramikstrahlern gleichmäßig und berührungslos mit Infrarotstrahlung erwärmt. Über das Blut wird die Wärme vom Wirbelsäulenbereich aus verteilt. Von dort findet dann schrittweise die Umverteilung von innen nach außen statt und es kommt zu einer Durchwärmung des Körpers. Die Anwendung von Physiotherm-Infrarotkabinen kann die Durchblutung und Versorgung von Organen, Muskulatur, Bindegewebe und Haut verbessern, den Stoffwechsel anregen, schmerzlindernde Botenstoffe bereitstellen und das Immunsystem modulieren. Zusätzlich kann die starke Schweißbildung die Entgiftung und Entschlackung unterstützen. Na, haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann auf zur Anmeldung!